Das Dorf Onitskan ist in Moldawien bekannt, negativ bekannt. Dort gab es ein Gammafeld, dort wurden Versuche mit Radioaktivität gemacht, noch lange vor der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Dafür wurde um ein Feld von 20 Hektar ein großer, hoher Zaun gezogen, dann in seiner Mitte ein beachtlicher Erdwall aufgeschüttet und nichts mehr gesagt. Keiner wusste, was sich hinter diesem Zaun, hinter diesem Erdwall abspielte. Keiner wusste, was dort gemacht wurde. Die Delegation von Green Cross konnte sich jetzt alles ansehen. Sie sahen den Erdwall. Sie gingen in das Zentrum, von wo das Uran in langen Rohren über das gesamte Feld von 20 Hektar unter der Erde verteilt wurde. Die Einstiegslöcher, jetzt mit Wasser gefüllt, sahen schon erschreckend und immer noch bedrohlich aus. Herr Kühling, Mitglied dieser Delegation, verließ sehr schnell diesen Ort. Er war erschüttert, wie leichtsinnig man mit solchen Altlasten umgeht. Mit diesem Versuch auf diesem Gammafeld wollte man sehen, wie sich die Radioaktivität auf das Wachstum der einzelnen Pflanzenarten auswirken wird. Keiner aus der Region wusste, was sich dort abspielte. Erst nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl wurden die Versuche hier eingestellt. Und man sagte den Menschen aus dem Dorf, es habe niemanden und nichts geschadet. Man brauche sich keine Sorgen zu machen. Nur die Missbildungen in der Natur fingen doch dann an. Bis heute gibt es kein gutes, sauberes Trinkwasser in diesem Dorf. Was sagte uns der Bürgermeister? Das Grundwasser ist immer noch kontaminiert und alles, was die Menschen hier trinken, ist nicht gerade zum Trinken geeignet. Aber sie haben doch nichts anderes. Man sieht hier sehr viele Kinder, die hier nicht so sind, wie wir uns Kinder in der Welt vorstellen. All das sind Anzeichen, dass es doch Schaden gab, den keiner zugeben möchte. Trinkwasser wäre hier eine große Hilfe. Man müsste eine Bohrung machen, die tiefer als das Grundwasser geht, um dann eine gute Trinkwasserqualität zu erhalten, damit man den Menschen hier helfen kann. Die Regierung kennt das Problem,
aber leider sind keine Mittel vorhanden, um Abhilfe zu schaffen.